Ja, das funktioniert tatsächlich richtig gut. Der Spot ist ja schon bekannt, die Köderkombi auch bekannt. Die Köderkombi an dem Spot vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Also, gerade frisch aus dem Livestream und da mehrfach die Info bekommen, Alden, die Erdbeere. Die Erdbeere ist es wieder. Und mit der Erdbeere kommen auch solche Brocken hier rein. Dinkelsbühler Zeilkarpfen, verschiedene Dinkelsbühler. Also, das ist schon mal nicht so schlecht. Allerdings, ich teste das jetzt hier schon über 40 Minuten, auch mit verschiedensten Köderkombinationen und relativ groß. Allerdings gehen hier auch ganz wilde Fische rein. Also von einer kleinen Karausche bis hin zur Kwolsdorfski-Schleie. Die hatte ich jetzt natürlich nicht hier gefangen, noch nicht. Ich bin gespannt. Allerdings bin ich auch sehr groß unterwegs. Aber auch die soll reingehen. Wäre natürlich der Oberhammer, wenn das Teil auch hier mit reingeht. Allerdings, ja, wie gesagt, ich bin relativ groß hier unterwegs. Ich habe extra große Köder jetzt verwendet. Ein Setup, das blaue Setup ist so, wie es gerade im Chat auch hieß, einfach nur mit Maiskorn, Pop-up Mais. Dann habe ich hier auf Gelb, gucken wir uns alles gleich im Detail an, einmal Snowman Rig, was auch ganz gut funktioniert. Und dann auch noch in der Mitte Pop-up und Mais, auch noch getestet, ganz am Anfang. Zwei Routen mit Sigrig. Zweimal Sigrig mit Erdbeere. Auch da gab es ein paar Bisse. Wir gucken mal kurz rein. Also, so sieht es im Moment aus. Einige Dinkelsbühler dabei, einige Schuppenkarpfen dabei. Immer mal wieder auch so ein paar Ausreißer eben hier. Aber im Großen und Ganzen passt das schon ganz gut. Dinkelsbühler Lederkarpfen, 13 Kilo. Einfach nur auf Erdbeermais. Und da geht bestimmt noch einiges mehr. Also ich denke schon, dass wir da noch einige größere Brocken hier rauskriegen können. Und deswegen bin ich hier eben mit relativ großem Setup unterwegs. Ich würde sagen, wir gucken mal einfach eben rein, wie das Ganze hier gerade zusammengebaut ist. Erstes Setup jetzt hier mit Snowman Rig und Snowman Rig auf 1,0er Haken und hier mit kleineren Boilies trotz allem immer noch. Also 15er Boilies, sinkend und Pop-up 15er Boilie. Alles beides in Erdbeere, komplett auf Erdbeere. Futtermische gucken wir uns natürlich auch gleich noch an. Die hatte ich gerade schon. Ja, zweites Setup, ganz klassisch würde ich sagen, ganz typisch. Das ist einfach Erdbeer 20 und Mais, also Pop-up Mais, alles mit Erdbeere, also komplett eben auf Erdbeeraroma alles eingestellt. Auch hier wieder 1,0er Haken. Ich bin komplett mit dem 1,0er Haken hier. Der kann man eben weg, weil, ja, ich wollte einfach ein bisschen was Größeres testen. Normalerweise, wenn man hier jetzt mit diesem Setup rangeht, nur mit Erdbeere, reicht, ich würde sagen, ein 4er Haken oder ein 1er Haken. Vielleicht sogar ein 6er, aber 6er ist schon klein. Also 4er Haken bis 1er Haken, einfach nur Kunstmais und dann einfach nur mit dem Dip und Attacke Vollgas. Natürlich auch immer wieder eine Futtermische verwenden. Wir sind hier auf Karpfen, also Futtermische ballert immer noch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, 1er Haken dann für das kleine Setup. Ich teste es trotz allem hier gerade nochmal mit 1,0er. Dementsprechend ist natürlich dann aber auch die Frequenz deutlich mehr im Keller. Also da passiert deutlich weniger. Da geht gerade der nächste Biss rein. Das ist schön. Gucken wir mal, was da jetzt gerade reingeht. Mitten in der Nacht. Das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen, wenn nachts trotz allem immer noch Bisse reingehen. Wenn das nicht nur am Tag funktioniert, sondern der Köder auch nachts funktioniert, nachts läuft, das hilft dann immer. Dann weiß man schon, alles klar, der wird gut angenommen. Aber, na, vielleicht doch hier wieder auf dem zu großen Haken oder den deutlich großen Haken, vielleicht einfach wieder ein kleiner Fehlbiss. Also vielleicht doch nicht so ganz ideal mit dem großen. Aber so ist das nochmal. Wenn man irgendwann mal einen dicken, fetten Dinkelsbühler Lederkarpfen vielleicht haben will, dann muss man vielleicht auch mal mit größeren Haken ran. Und dann hat man auch den ein oder anderen Ausschlitzer.
So, direkt wieder raus. Übrigens auf 10 Meter hier. Auf 10 Meter und ich werfe gerade, relativ geradeaus auf die 10 Meter. Sonst ist die Stelle auch relativ bekannt dafür, dass man so ein bisschen hier so links rüber wirft. Also so in diese Richtung. Muss ich gleich nochmal testen. Das ist jetzt ungefähr, naja, sind vielleicht schon fast die 2 Meter Unterschied hier. Also ruhig in die Richtung hier auch nochmal testen. Hier oben sind wir. Einmal 10 Meter hier hin und einmal 10 Meter vielleicht hier hin. Also diesen Bereich einfach mal abfächern und testen. So, direkt wieder rein hier. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann haben wir hier den nächsten Kandidaten. Sehr schön. So, der nächste Dings. Komm, 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 komm. Perfekt. Dinkelsbühler Spiegelkarpfen mit 9 Kilo. Auch das, ja, passt. Bremse direkt wieder auf. Ich habe übrigens relativ viel Futtermische auch schon drin und ich lasse die auch einfach drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier nicht so ganz gravierend ist, wenn man auch mal zu viel drauf hatte. Wobei, ich sag mal so, vielleicht 20 Bällchen Futtermische, ich glaube, das ist eine ganz gute Dosis. Und dann vielleicht mal ein bisschen Pause machen hier, dann passt das schon. Und der nächste Leder, sehr schön. Ja, den hätte ich gerne mal in ganz groß. Der darf gerne auch mal reingehen hier. Dinkelsbühler Lederkarpfen als Trophy. Das wäre hervorragend. Vielleicht teste ich gleich sogar nochmal richtig große Köder. Mit vielleicht sogar 4-0er Haken. Also komplett übertrieben. Dafür dann halt einfach eine geringe Frequenz. Aber wenn es dann rasselt, dann vielleicht richtig. Das wäre doch mal was. Zack, einfach nur auf dem Maiskorn. Es geht wieder los. Und das jetzt gerade um 4 Uhr morgens. Also ich bin ganz zufrieden. Der Test, ja, war auch ein bisschen nötig, weil man eben, ja, man muss halt ausprobieren, ne? Köderkombination und so weiter. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht viel großartig ausprobieren will, einfach nur ein bisschen auf Masse gehen will, sollte man mit der Erdbeere hier ganz gut klarkommen. Knapp eine Stunde, wir gucken mal eben kurz rein, was das Ganze denn gebracht hat. Oh, ich habe das Futter noch nicht gezeigt. Dann müssen wir natürlich nochmal schnell das Futter zeigen. Und dann haben wir es doch, glaube ich, ne? Also preislich. Schauen wir mal eben kurz rein in den Fischmarkt hier, beziehungsweise dann ins Café. Da haben wir nichts. Es sollen auch immer wieder F1 hier drauf einsteigen. Also auch durchaus eine Option für den F1. Und ansonsten sind wir hier mit den ganzen Dinkelsbühlern auch tatsächlich finanziell, glaube ich, ganz gut unterwegs. Guck mal hier, der Lederkarpfen, 90 Silber, 85 Silber, 30, 30, 30, 26, 26 und so weiter. 400 Silber jetzt in der Stunde. Mit der ganzen Rumtesterei bin ich schon super zufrieden. Heißt also, wenn man jetzt hier das Ganze komplett mit allen Informationen einfach von vornherein durchzieht, mit der passenden Futtermische, dann läuft das bestimmt auch noch in Richtung 600 Silber raus. So, jetzt gucken, noch schnell in die Futtermische rein. Und ich glaube, dann haben wir doch alles, ne? Und da geht schon wieder der nächste. Sehr gut. So, hier nochmal eben straffen. Also mein Favorite, ich weiß es noch nicht. Ich bin mit Snowman Rick am Überlegen. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Kombination mit würzig. Würzige Erdbeere gibt es ja auch eben als Feedpellets, beziehungsweise auch als Aroma. Irgendwas kann man da bestimmt auch noch kombinieren mit Gewürz plus Erdbeere und dann diese würzige Futtermische. So, den ziehen wir jetzt hier nochmal eben. Jawollo. Kommen wir eben raus und dann gucken wir noch in die Futtermische. Na komm. Und dann haben wir es doch hier. Und der nächste Zeiler, ne? Ne, Spiegel. Sehr schön. Ja, die nächsten 5. Also, 5 Kilo. Passt doch. Zack, Bremse wieder auf. Und dann gucken wir hier kurz rein. So sieht die Futtermische aus. Ganz basic auf Maismehl das Ganze. Ganz normal. Man kann auch hier natürlich wieder ein bisschen Variation reinbringen. Das war eine Mische, die hatte ich noch in den Taschen. Passte aber, kann man glaube ich nehmen. Und gerade wenn man eben mit Einserhaken aus ist, auf Schleie zum Beispiel oder die Kwolsdorfski-Schleie vielleicht mitfangen will, ist glaube ich Maismehl auch gar nicht so schlecht. Erdbeer gemahlen, also Crushed Erdbeer 15 Boilie und dann eben Erdbeer und Gewürz als Aroma, ansonsten komplett Erdbeer Feed Pellets. Möglichkeiten hier natürlich zur Variation, vielleicht die Vierer Feed Pellets weglassen und dann nochmal Maiskorn mit reinnehmen. Das heißt, wir haben einmal einen Crushed Boilie, immer die kleinsten nehmen, also Crushed Boilie 15 zum Beispiel. Dann Mais als
Komponente, dann zweimal Feed Pellets Erdbeer plus dann Erdbeergewürz, Mais als Basis und damit dann eben voll auf Frequenz auf Maiskorn hier mit der Kombination und wie gerade schon gesagt, Viererhaken, Einserhaken auf Masse. So viel dazu. Ich teste jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr. Petri.